Verdammt! Moin Moin Kinder, also willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Werde ich schon gleich angegriffen, das geht ja wohl gar nicht. Ich glaube, es ist vorbei. Ja, ich glaube, es ist vorbei. Also ein Mutanto! Allein. Was für eine tolle Waffe. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Das ist schon ein bisschen her, dass ich auch noch. Ach hier, beschafft die Blaupausen. Okay. Machen wir doch sehr gerne. Ich muss hier natürlich auch am Mutanten-Spot vorm Herrn irgendwie parken, hätte ich jetzt was gesagt. Einmal parken, bitte. Ich mag das ja gar nicht, wenn ich hier Schüsse höre. Was seid ihr denn? Aspirant der Bruderschaft. Greifen die mich jetzt an? Ich bin noch nicht offiziell deren Feind. Guten Tag, Freunde. Ne, die greifen mich nicht an, sehr schön. Dann nehmen wir die doch mal mit. Danke, meine Freunde. Die das gar nicht interessiert, ey. So, wo muss das jetzt hin? Evan Watson. Ach ja, im Institut. Natürlich. Aber sicher doch. Wollte ich nicht eigentlich erst im Ödland ein paar Quests abgrasen? Boah, das ist für mich schon wieder so ewig lange her, dass ich Fallout aufgenommen habe. Muss gerade nicht mehr überlegen, was hier so abging und was nicht. Was hier so abging. Okay. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sünd in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. Ja, das ist echt gut. Was? Hä? Wir sind da unten jetzt. Ihr verwirrt mich. Ihr verwirrt mich. Wo denn hin? Ach, dahin. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Eigentlich ist das Institut gar nicht so kompliziert aufgebaut, aber ich bin einfach ein bisschen inkompetent. Hallo. Ich bin ganz Ohr. Vater war schon immer undurchschaubar. Die Wahl seiner Nachfolge sollte mich wohl nicht überraschen. Ja, ich will die Quest bei dir abgeben. Ich habe ein paar Baupläne der Bruderschaft für dich. Fantastisch. Ich kann es nicht erwarten, sie mir anzusehen. Du hast sicher einiges riskiert, um sie mir zu bringen. Ich habe hoffentlich nicht zu viel verlangt. Doch. Meine Belohnung? Komm, ich will eine Belohnung. Kommt drauf an. Wie sieht denn deine Belohnung für mich aus? Also, ich könnte dir die hier geben, aber das bleibt zwischen uns, okay? Ich darf eigentlich keine Fusionszellen weitergeben. Ja, wenn das du noch mehr von diesen Bauplänen findest, wow. Lass es mich wissen. Inzwischen werde ich mal sehen, was sie mir verraten. Ganze 4 Fusionszellen, Mann, oh Mann. Nee, ich will nicht. So, nein. Okay. Gut, machen wir weiter. Ich gucke gleich erstmal am besten meine Quests an. Ach ja, das ist für den neuen DLC verheber. Verheber? Soll ich sie mal nennen? Machen wir vielleicht auch noch? Mal gucken. Die könnten wir machen, aber ich glaube, da war das Problem, dass die ein bisschen weit weg war. Alter, ein bisschen weit ist gut, ey. Die ist ja genau am anderen Ende. Ich habe auch echt nichts da gefunden. Dann wird es vielleicht aber auch mal Zeit, ne? Darf man auf Professional Ball, ja. Na gut. Nehmen wir die Reise auf uns. Eine Reise ist ja auch immer schön. Wenn ich mich nicht wirklich bereit dafür fühle. Aber gut. Oh, Alter. Alter, was burnt hier so? Was geht ab? Was zum Teufel war das? Alles klar, ihr Raider-Söhne. Nein, danke. Das ist doch scheiße. Sowas sagt man nicht. Hey,
was soll das? Warum haben Sie das getan? Warum habe ich was getan? Alter, das Licht ist hier aber auch echt ein bisschen mächtig, ne? Oh, Rat. Alter, was geht denn hier ab, wo bin ich? Hä, warum ist denn hier so eine super... ich kenne diese Gegend gar nicht. What the fuck? Warte, erstmal ein... ein Red X nehmen. Digga, was geht denn hier ab, ey? Nee, ich glaube, da muss ich nicht hin. Ich wusste nicht, dass es hier auch so eine super verstrahlte Gegend gibt, ey. Krass. Krass, da sage ich's doch. Jedes Mal was Neues in diesem Spiel. Da geht's auch wieder runter. Ja, was man hier mal alles entdeckt. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Bereich, den ich in meinem ersten Spieldurchlauf so gar nicht mehr angesehen habe. Ey, das wird ja immer schlimmer da hinten. Alter, die Strahlung ist real, Mann. Ganz schön krass. Ganz schön krass. Also gar nicht mehr so weit weg. Ich muss jetzt nur noch auf die Hauptstraße dann der folgen und hier irgendwo abbiegen. Nice. Nice, nice. Ah, wo ist diese... Was war das? Wo ist diese... Ach, das ist wahrscheinlich der Highway hier, ne? Was ist da? Was? Das ist doch was bewegt, das sind wieder irgendwelche Raider oder so. Ja, 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 regt euch ab. Ich bin auf einer Reise, ich habe keine Zeit zu kämpfen. Alter, nimmt das doch so ein Raider lang. Hier ist alles voll mit Raidern, ey. Nicht normal, das ist. Na gut, ich glaube, den Highway hätte ich so und so nicht nehmen können. Aber ich kann jetzt zumindest folgen, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so die dumme Idee. Wenn ich da drunter vielleicht ein bisschen mich aufhalte. Auf der anderen Seite glaube ich, dass, um diese Highways herum, wie ihr hier beispielsweise wieder seht. Nee, nee, danke. Auch öfters mal dieses ganze Gesindel rumhängt. Ah, soll es sich stören. Wir würden gerne einfach unseren weg. Okay, oder auch nicht. Da hat sich mein Begleiter wohl in den Kampf gestürzt. Soll er ruhig. Gönn ihm ja den Spaß. Wilde Mutterbeere. Ich laufe ein bisschen daneben. Ich könnte vielleicht von hier aus abkürzen. Aber vielleicht auch nicht. Es ist ruhig hier. Zu ruhig. Gibt's hier was zu abstecken? Nee. Nur Ranz und Reue. Alter. Und tschüss. Da ist er ja wieder. So, die Radioaktivität hier ist stark. Aber das stört uns gar nicht. Mit dem bisschen Rudd kommen wir doch klar. Also diese maximale Zerstörung überall, das ist auch echt, echt krass. Wir schießen da schon wieder. Das weiß keiner so genau. Das ist für mich hier alles auch echt jetzt irgendwie Neuland. Alter, ist erstmal so ein geiler Zug rausgefallen oder was? Den ich so zumindest nicht rein kann. Da drauf kann ich auch nicht. Ruinen von Quincy? Nee, dankeschön. Das ist anscheinend auch so ein kleiner Ort. Aber gut, dass wir hier mal überhaupt einen Ort gefunden haben, zu dem ich dann theoretisch schnell reisen kann.
Fall eines Falles. Ruinen von Quincy. Normalerweise würde ich mir sowas immer gleich angucken. Das Problem ist, ich habe momentan echt wenig Munition. Alter, ist das da der Ort, wo ich hin muss? Sieht so aus, ne? Sieht echt crazy aus, ey. Oh. Ich werde mal lieber schnell speichern, ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Bevor ich hier drauf gehe. Guck mal, eigentlich voll nah dran an der Pritman. Oder die ist einfach nur so groß, dass sie halt auf der Seite immer omnipräsent ist, egal wo man ist. Was ist das mal? Ach, das ist so ein Schiff gewesen. Mal. Hier ist noch. Aha, da befinden sich anscheinend auch Leute. Alter, ey. Alles klar, das war's mit der Waffe. Die haben auch gerade irgend so einen Ranz auf mich gemacht. Ach, nehmen wir mal die hier. Oh, erstmal heilen. Nee. Alter, wie stark sind die denn, ey? Das muss sein. Alter, das sind nur verkackte Insekten. Das kann nicht sein, dass ich die nicht besiege, ey. Boah, ich habe keine Muni mehr. Ach, verdammt. Lass es doch. Mann, scheiße. Das ist eine Kackwaffe. Wieso habe ich nur Kackwaffen, ne? Das geht nicht anders. Nein. Nein! Mann, die nehmen auch überhaupt keinen Schaden durch diese Waffen. Alter, ich bin gleich tot, ne? Oh Gott, das kann doch nicht angehen, ey. Wow, ja, danke. Können wir gleich laden. Gut, dass ich kurz vorher gespeichert habe. Alter, das sind doch nur scheiß Insekten gewesen. Das kann doch nicht angehen, dass die auf einmal so hart sind, ey. Ja gut, ich glaube, hier, wenn man in den Süden geht, ist es auf jeden Fall alles ein bisschen schwieriger. Ja, kann das Spiel mal laden, bitte? Okay, wieso ist das mal gecrashed? Sehr schön. Das freut das Herz. Nee, doch nicht. Ja, alles klar. Na gut, mit diesem Ga beenden wir diese Folge auch. Das war richtig hässlich. Und versuchen in der nächsten Folge auf jeden Fall in dieses komische Gebäude da reinzukommen. Vielleicht diese fucking Insekten mal zu umgehen. Schauen wir mal. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fallout 4. Auf Wiedersehen.